Grüne Wälder, ein naturbelassener See und beeindruckende Berge. Altaussee im Herzen des steirischen Salzkammerguts. Der Sturm Kirill hat 2007 auch hier in den Wäldern um Altaussee die Bäume zu Fall gebracht und seine Spuren bis heute hinterlassen. Eine Menge Totholz, das ein bisschen zu Unrecht diesen Namen trägt, denn in ihm blüht es nur so voll Leben. Dass es auch so bleibt, darum kümmert sich der Altausseer Revierleiter der Bundesforste Thomas Kranerbittel. Man weiß, dass in so einem Waldgebiet, wie es bei uns ist, ungefähr 13.000 Arten im Wald leben. Und nur aufs Totholz bezogen sind es über 4.500 Arten, die nur auf das Totholz angewiesen sind. Wenn man dieses Totholz jetzt entfernen würde, dann würden diese 4.500 Arten keine Lebensgrundlage haben. Man sieht da die Holzwebsen, die hat ein kreisrundes Loch, die hat sich da schon ausgebohrt. Da sieht man da drin Bockkäfer, Fraßspuren, man sieht da eine Verpuppung. Ja, also auf so einer kleinen Fläche ziemlich viel Leben. Allerdings auch Baumschädlinge wie der Borkenkäfer können hier im Totholz ihr Dasein fristen. Jeder Waldbesitzer profitiert natürlich von einem hohen Ertrag, den er im Wald erzielen kann. Aber wir haben die Philosophie, dass wir einfach auch der Natur was zurückgeben wollen und gewisse Teile oder gewisse Bereiche im Wald, auch in einem Wirtschaftswald, Totholz stehen lassen, dass die Artenvielfalt davon profitiert. Gemeinsam mit seinem Dackel Rico streift Naturliebhaber Thomas regelmäßig durch sein 9.500 Hektar großes Forstrevier Altaussee und sieht nach dem Rechten. Solange ich zurückdenken kann, war das mein Traumberuf. Eigentlich von frühester Kindheit anschauen. Da schlagen natürlich zwei Herzen in einer Brust. Ist natürlich situationsbedingt. Wenn es um die Arbeit geht, sieht man natürlich den Wert von Holz, welche Bäume das man rausnimmt. Wenn ich in meiner Freizeit oder auch in Pausen so in den Wald reinschaue, dass ich eher das Ökosystem wollt. Der Dreizehenspecht oder der seltene Weißrückenspecht haben sich hier am Fuße der Trisselwand wieder angesiedelt. Mit weißen Markierungen in Spechtform sollen die Wanderer darüber informiert werden. Das da ist jetzt keine Spechthülle im herkömmlichen Sinn, sondern das ist einfach für den Nahrungserwerb. Der holt sich aus diesem toten Holz Larven raus mit seiner langen Zunge. Und der Specht hat die Eigenschaft, dass er die Bruthüllen, er baut 1 bis 2 Bruthüllen im Jahr, die dann in den folgenden Jahren für andere Tierarten genutzt werden können. Zum Beispiel Eulen, Fledermäuse, Bienen, Marder, Bilche. Für die ökologische Vielfalt ist einfach der Specht das Markenzeichen. Und er hilft uns ja auch, er frisst einen Haufen Insekten, also er gehört auch zur Waldpolizei. Bis zu 2000 Borkenkäferlarven vertilgt ein Dreizehenspecht pro Tag. Der Weißrückenspecht ist ein bisschen genügsamer und der Buntspecht mag es abwechslungsreicher. Er hat auch Samen, Beeren und Nüsse auf der Speisekarte. Und jetzt ganz leise, da nähert sich ein Buntspecht. Da ist eine Buntspechthülle, da ist ein Junge. Buntspechte drin. Wir haben ein Projekt, wo wir die Spechthöhlen kartieren. Und die habe ich unlängst einmal gefunden. Jetzt ist es ja relativ leicht, weil die Jungen schon relativ groß sind. Jetzt hört man schon im Wald schreien. Das ist ein idealer Baum. Wie gesagt, der ist abgestorben. Man sieht ja schon mehrere Höhlen da oben. Also diesen Baum haben sie über mehrere Jahre hin schon weg genützt. Für Hund Rico ist jeder Arbeitstag im Wald ein willkommener Ausflug, wie auch für Herrchen Thomas. Die Natur ist da sehr einzigartig, sehr vielfältig. Das ist das, für was ich mich einsetze.